sleep. Late in the night, when I think you're listening to me. And I've told you, when you're beside me, feels unfamiliar, feels like strangers in the sheets. Well, I know you, at least I did once. I keep waking up to you gone. Is it just me, do you feel something missing? Feel something missing. Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich bin heute hier im Lambertheimer Wald unterwegs und möchte mit euch zusammen gerne die ersten Herbstfarben einfangen und festhalten. Und da möchte ich dieses Jahr im Herbst, so ist mir die Idee gekommen, Episoden draus machen. Und zwar Episoden im Sinne von die verschiedenen Herbstfarben, Phasen möchte ich gerne mit euch festhalten. Und ich finde jetzt, so der Herbst jetzt so die ersten Farben zeigt im Wald hier, da finde ich jetzt eine gute Zeit, damit anzufangen, um dieses Jahr einfach so die verschiedenen Phasen dann der Farbentwicklungen, die der Wald uns dann zeigt, ja, mit euch gemeinsam dann suchen und natürlich dann auch festhalten im Bild. Und heute ist es ja ein bisschen düster, wie ihr vielleicht ein bisschen sehen könnt. Und das ist aber kein Problem, denn ich habe nämlich mein Godox MF12 Makroblitzsystem dabei. Aber es wird nicht kein, oder es wird kein, oder es wird keine klassischen Makrobilder sein. Denn ich habe nämlich das 35 mm mit der 1,8er Blende drauf auf der D850 und da, ja, Pseudo-Makro, nennen wir es mal so, um da einfach ein bisschen Wärme und Lichtstimmung dann einfach ins Motiv, in die ersten Herbstfarben reinzubringen. Und da würde ich mich freuen, wenn er mich da auf der Tour begleitet, um so die ersten Farben, Farbänderungen auf den Blättern, in den Blättern festzuhalten. Da würde ich mich freuen drüber. Und da lasst uns jetzt einmal ein paar schöne Motive suchen. Viele werden es vermutlich nicht werden, weil es ist noch so, ja, absolute Anfangsstadium. Also ich sag mal, 99,9% als Zahl gesagt, sind die Blätter noch richtig saftig grün. Aber so ein kleiner Auszug, so ein kleiner Impressionsauszug von den ersten Farben. Da lasst uns mal losgehen auf die Suche und schöne Motive einfangen. Ja? Also bleibt dran, drückt mir die Daumen, dass ich ein paar schöne Farbänderungen euch zeigen kann. Also viel Spaß auf der Tour. Hier haben wir jetzt schon mal schön die ersten Farbänderungen. Hier noch schön das saftig Grün von den Blättern. Und hier sieht man jetzt schon schön die Entwicklung von Grün auf Gelb
Das ist so die erste Phase, denke ich. Und schon ein ganz, ganz leichter Braunanteil ist drin. Und solche Farbentwicklungen, Farbänderungen, ja, die möchte ich jetzt mit euch festhalten. Ich hole mal die Kamera raus und mache mal das Blitzsystem drauf und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich mache jetzt mal nur einen Blitz drauf und habe hier noch den Orange oder die Orange Farbfolie mit reingemacht, wie man hier schön sehen kann. Und werde dann noch den Diffuser aber drauf machen, weil ich vermute mal, dass es einfach zu hell wird. Das probiere ich jetzt einmal aus, wenn nicht, mache ich dann runter. Das sehe ich mir dann in der Kamera an, dann nach den ersten Bildern. Ich werde jetzt die ersten Testbilder im TTL-Modus machen, um zu sehen, wie die Belichtung ist. Und dann werde ich das Ganze dann in den Manuell-Modus übernehmen und dann entsprechend dann die Blitzlichtstärke bei Bedarf korrigieren. So, so schön noch, dass der Hintergrund auch ein bisschen dazu passt. Wird hier noch kurz umstellen. Ja, so jetzt hat. Ja, so gefällt mir die Komposition ganz gut. Schauen wir mal das Histogramm an. Oh ja, das sieht klasse aus. Da schaut mal. Das sieht echt klasse aus. Da kann man sehr gut mit arbeiten. Das passt super. Mit der ISO gehe ich noch ein bisschen runter. Auf 250. Das Schöne daran ist, bei der Blitzfotografie, jetzt habe ich hier Blende 3,5, eine Verschlusszeit von einem 80stel. Das Bild kann nicht verschwommen sein, auch bei der relativ lange Verschlussseite, weil bei Blitzfotografie der Blitz ist grundsätzlich immer schneller beim Auslösen wie die Kamera, wenn man drauf drückt. Deswegen kann das Bild eigentlich nie verschwommen sein und durch die Kamerabewegung. Ja, noch ein bisschen andere Perspektive. Macht das Ganze jetzt einmal ohne Blitz, dass man schön den Vergleich sieht. Mit den gleichen Einstellungen, 2,5er Blende. Ja, es sind einfach kältere Farben von meinem Geschmack her, jetzt hier auf dem Display. Ich blende euch dann auch die beiden Histogramme ein, einmal von dem mit Blitz und einmal ohne Blitz. So werde ich da jetzt sukzessive meine Motive suchen und mit dem Godox-System. Und mal schöne Vergleichsbilder mit und ohne Blitz machen. Und packe sie weiter zusammen und dann gehen wir weiter auf die Suche. Ja? Bleibt dran. Euch den Strauch hier an. Da haben wir grün, gelb, braun drin. Hier ist schon so leichtes Rot drin zu sehen. Könnte man sagen, jetzt zu dem gesamten Strauch die vier Farbenvielfalt, könnte man den jetzt in Namen vergeben.
Mit 1, 2, 3, ja, drei Farben. Die Dreifarbenvielfalt haben wir hier. Zwei Pilze habe ich auch noch entdeckt, logischerweise mitgenommen und schön mit Ausleuchtung, also mit Blitz, und einmal ohne Blitz den einen fotografiert an dem Baumstumpf, der kleinere von den beiden, und das sieht man, ist auch richtig deutlich zu sehen, wie der Blitz, wie schön warm der das Motiv gestaltet und ausleuchtet. Ist einfach schöner. Dann die Farben und die Wärme vom Bild. Ja, es macht mehr Arbeit mit Tretmine, mit Blitz zu arbeiten und das Equipment mitzunehmen, gar keine Frage. Aber einfach die Bilder, dann das Ergebnis zeigt eindeutig, zumindest für mich, dass sich der Aufwand lohnt, das Equipment mitzunehmen, ja, zu tragen, das Gewicht in Anführungsstriche, und dann so einfach ein bisschen mit der Lichtgestaltung zu arbeiten. Das Ergebnis spricht einfach für sich. Da besteht gar kein Zweifel, für mich zumindest. Wie seht ihr das? Mit den Bildern, die ich euch gezeigt habe und noch zeigen werde am Ende, dann, wo ich einmal das Motiv mit und ohne Blitz, da habe ich auch einen schönen Pilz, fotografiert habe. Wie ist da euer Geschmack? Das wird mich interessieren, und lasst es gerne in den Kommentaren dann mich wissen, ja? So, jetzt schaut noch der Baum. So ein Baumstumpf hier, da die zwei Kleine, wie die da stehen. Und da suche ich mal eine schöne Perspektive raus und werde die noch mit dem vielleicht schön von hier, da sieht man die Lamellen, Struktur schön von dem Größeren, der Beine vom Kleinen auch etwas. Da werde ich mich jetzt noch drauf auslassen, ja. I told you Bleib once, dran. I tell you twice the truth. You are my sin, my effervescent blues. My devil creeps the tears in my room. But I know you know it's not true. Through all the times you stay into his mouth. Through all
hold my ribs that crack and stumble out. So how the hell we get so lonely now? Because I know, I know, I know, you know it's not now. I try to hold on, but I don't wanna hold out. It's been 2 weeks, there's a hell of a sound. Ja, mach mich jetzt schon auf der Rückweg zum Auto. Und, oh, das muss ich euch noch zeigen. Bevor ich hier zum Abschluss komme. Da schaut mal, schön. Diese Farbevielfalt hier. Grün, braun, gelb. Rot entdecke ich jetzt keins. Wie schön da die Blätter jetzt hat. Die Farben ändern. Sieht das nicht cool aus? Ach, mir gefällt es einfach. Ja, bin jetzt schon auf dem Rückweg zum Auto und war bestimmt gute 2 Stunden hier im Wald. Und ich weiß gar nicht, wie viele Bilder ich gemacht habe. Und ja, sucht man da einfach die schönste dann logischerweise raus. Und ich denke mal so roundabout werde ich 10 Stück ins Video einpacken, verteilt und dann ein paar noch am Ende. Dass es über die Strecke nicht so langweilig wird, habe ich eine Anmerkung mal bekommen. Die finde ich gut, klasse. Immer her mit Anmerkungen und Tipps. Und ja, hat wieder riesig Spaß gemacht einfach. Die klare Luft jetzt hier, das Vögelgezwitscher. Mir gefällt es, mir macht Spaß. Schön einfach Natur. Jetzt müssen wir drauf aufpassen. Ja, wie ich schon sagte, mitgenommen oder mitnehmen wollte ich euch nicht groß mit an die einzelnen Bilder machen, weil ich wiederhole mich, wäre zu langweilig gewesen. Im Prinzip alles analog, nur ein anderes Motiv. Und ja, wem die erste Episode gefallen hat, die ersten Herbstbilder, kann ja den Daumen hoch geben, ein Abo und die Glocke. Da verpasst er keins mehr der nächsten Episoden und den nächsten Videos, wo es auch immer stattfindet. Würde mich freuen. Ansonsten in diesem Sinne, lasst den Auslöser glühen. Viel Spaß auf eure Touren. Bis zum nächsten Video. Tschüss. You keep making me feel like I'm the odd one out. Like it's a cool kids club. Symmetry's the only thing allowed.